Go. So, heute werde ich. Ja. Was geht denn jetzt ab? Okay, jetzt leckt man wieder rum wie Sau. Naja, heute werde ich mal die stumpfste und einfachste Methode zeigen, um einen Gegner flach zu kriegen. Die funktioniert allerdings nur bei einem und ist auch relativ langweilig, weil man baut einfach nichts und man baut auch auf nichts hin. Man rennt einfach nur ins gegnerische Lager und killt dabei den Commander. Und da der sowieso gerade an irgendwas am Bauen ist, ist der dann auch beschäftigt und greift nicht sofort zurück an, was dann immer ein kleines Lebenspolster gibt. Das heißt, wenn ich hier hinten fertig bin, ist dann der andere Commander tot, ich habe noch irgendwas mit 120 Life und das Spiel ist beendet. Ist stumpf, aber effektiv. Es geht allerdings nur mit einem, weil wenn man hier erstmal fertig ist und bis auf die nächste Insel gerannt ist, wie bei allen anderen anderen Maps auch, hat man die Viecher schon ihre ersten Einheiten. Der ist wahrscheinlich auch schon am Landfabrik bauen, wenn ich ankomme. Und da wird das Ganze dann nicht so gut laufen, vor allem weil der Commander dann auch schon nicht mehr so viel Leben hat. Ja. Angriff. Ach guck mal, der wird sogar als eine Einheit angezeigt. Ja, wo ist er denn? Hier irgendwo wird er wahrscheinlich seine ersten Massextraktoren bauen. Und da werde ich den ganz mies auflauern. Da geht's hin. Da war noch keiner. Weiter und wir können irgendwie nerven. Das ist eine der schlimmsten Taktiken, die ich überhaupt kenne. Der baut jetzt nämlich einfach noch weiter seine ersten Einheiten, greift irgendwann zurück an, aber naja, wirklich was bringt tut das Ganze nicht. Da sieht man schon eigentlich, wie schnell der das Ganze auch downzieht, unser Commander. Dieses Bild ist einfach ein Zeugnis purer Stumpfheit. Sind wahrscheinlich erstmal vom Spiel her so drauf ausgelegt, anfangs möglichst viel zu bauen und nicht auf Angriff zu reagieren, beziehungsweise sie rechnen gar nicht mit Angriffen. Damit angreifen. Ich hab noch. Ja, der hat noch 57%. Ah, jetzt macht er einen Rückzug. Angreifen. Commander wird angegriffen. Oh, der Commander wird angegriffen. Das ist ja richtig schlimm. Könnte sein, dass der andere ein bisschen mehr Damage macht, aber wir kriegen ihn auf jeden Fall down. Jetzt in ein paar Sekunden wird er wahrscheinlich anfangen, die ersten Sachen zu bauen. Wenn die erste Landfahrt weg oder so. Aber es wäre jetzt sehr stumpf, wenn wir dabei selber noch drauf gehen. Wenn der hochgeht. Ja, gut. 26%. Hier noch über die Hälfte. Ja, komm schon. Wird fertig. Ja, los. Ein hübscher Fight zwischen Commander und Commander.
3% KI-Luxus. Oh. Uns hat das Ganze aber auch was gezogen. Also sieht man mal, unsere KI ist noch, also die menschliche KI ist ja nochmal wesentlich besser im Vergleich zu der anderen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Sandkastenspiel dran habe. Nee, Sieg. Und damit sind wir auch schon mit dieser Aufnahme fertig. Tschüss.